Motivation. Zunächst zur Definition. Was ist ein Array? Ein Array repräsentiert ein homogenes kartesisches Produkt zur Aufnahme mehrerer Daten, man nennt die auch Elemente, des gleichen Typs. Das ist der Elementtyp, wobei auf die Elemente mit Hilfe eines Index zugegriffen wird. Die wichtigen Begriffe sind unterstrichen. Insbesondere sind wichtig halt der Begriff des Arrays. Ein Array besteht aus mehreren Elementen oder auch Komponenten genannt. Die haben alle denselben Typ. Und das ist der Elementtyp. Und zugreifen kann ich auf die Elemente mit Hilfe eines sogenannten Index. Diese Begriffe werden im Folgenden natürlich noch weiter erläutert. Synonyme Begriffe zu Array sind Feld, Tupel, Matrix, Vektor, Tabelle und so weiter. Ich werde aber häufig den Begriff Array verwenden oder, wie wir das jetzt hier schon sehen, wenn man von zweidimensionalen Arrays spricht, häufig auch den Begriff Matrix. Hier haben wir mal so ein Beispiel. Hier, man kann sich das vorstellen als einzelne Variablen, die Werte speichern. Die Werte sind hier drin gespeichert. Aber in diesem Zusammenhang wird klar, diese Menge an Variablen bildet eine Einheit. Und das ist halt ein Array. Und in diesem Fall genau ein 3 mal 5 Array oder Matrix, also ein zweidimensionales Array. Der Elementtyp sei mal Int. Das heißt, in den einzelnen Variablen hier kann ich Integer-Werte speichern. Dieses Array besteht aus 3 Zeilen und 5 Spalten. Erlaubt also die Speicherung von 3 mal 5 Werten. Dabei beginnt in Java die Nummerierung immer bei 0. Das heißt, auf die erste Zeile kann ich zugreifen über den Index 0. Und auf die letzte Zeile, hier auf die dritte, greife ich zu auf den Array, auf den Index über den Index 2. Bei den Spalten genauso. Die Spalten beginnen mit der Spalte 0, 1, 2, 3, 4. Das ist ganz wichtig. Wie greife ich jetzt auf die einzelnen Variablen, die, wie gesagt, Elemente heißen, zu? Ja, in Java geht das über diese Form. Habe das Array beispielsweise den Namen M, sage ich, ich möchte irgendwie zugreifen auf das Element in Zeile 0 und Spalte 0. Ja, das hat hier in dem Fall den Wert 2 gespeichert. Und das Array hat in Zeile 0 und Spalte 2, Zeile 0, Spalte 2, den Wert 67 gespeichert. Nun könnte man sich auch vorstellen, zuzugreifen auf die Zeile 5 und Spalte 5. Die gibt es aber in diesem Beispiel nicht. Und das produziert in Java einen sogenannten Laufzeitfehler.